Hi, ich bin der Günther. Ich war Sörnbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Deltarune. Und meine Beleuchtung ist schon wieder scheiße. Ich vergesse immer, das vorher zu machen. Fragt mich nicht, wie. So, bin wieder da. Hat lang gedauert für euch, ich weiß. Wir sind im Moment am Eingang zum Cyberfield und wollen hier jetzt weiterspielen. Ich hatte das Gefühl, dass der Sound in den ersten zwei Folgen in-game ein bisschen laut war, deswegen habe ich den jetzt leiser gestellt. Aber ansonsten... Das da ist übrigens ein Ding. Hier könnte ich auch nochmal Master Volume umstellen, aber... falscher Button, der ist der richtige. Finish, back. Und ab geht's. Cyberfield in Cyberworld. Da bin ich mal gespannt. Es ist jetzt gerade Sonntag, zweiter Tag, wo dieses Kapitel draußen ist. Mein Bruder hat's inzwischen durchgespielt. Und... Was auch immer... Ah, ein Rüstungsteil. Und zwar für... Bin ich blöd, müsste ich das nicht hier sehen? Das ist doch Armor, hä? Ah. Hier. Ja, ich gebe das gleich auch mal hier. Ja, die haben beide Amber Cards. Keine Ahnung, ich fühle mich einfach, als würde das am meisten helfen bei Ralsei. Ist ja auch ein bisschen heiler eigentlich, der Typ. Wirkt einfach logisch auf mich. Und ich wollte gerade fragen, kann man in die Dinger reinrennen? Ja, kann man. So. Warum glaube ich, diesmal packe ich das nicht so gut wie letztes Mal? Ja. Okay. Ach stimmt, die hatten ja miese Angriffe. Diese Standardgegner sind ein bisschen schwieriger als in Kapitel 1. Ich hoffe, mein Sound passt so irgendwie. Ist das Mikro gerade weird? Ja, mit dem Werfen habe ich halt einfach die Chance, beide zu hitten. Oh. Oder wir machen es ganz simpel. Obwohl, der ist auf 50. Sekunde, Sekunde. Dann planen wir um. Dann gehen wir auf den, der hier schon 50 hat. Machen Jiggle, Jiggle. Defend. Pacify auf den, der 0 hat. So. Dann kommt jetzt wieder der Angriff. Finde ich deutlich angenehmer, als wenn sie zu zweit sind. Und jetzt können wir auch den verschonen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Tiefen kommen eh nicht über den Kampf hinaus mit, aber... So, mal wieder gewonnen und wir können weiter. Wer die ersten zwei Folgen verpasst hat, sollte die noch nachholen. Ansonsten ist man halt selber schuld, you know. Aha, musste ich erstmal kurz verstehen, was da gewollt ist. Nein. Der Typ will anscheinend hin und wieder nerven. Oh, jetzt kommen hier lauter Minigames. Okay, das war... Das war irgendwie einfacher als der Runde... Sekunde, ich muss gerade... Wa-
Ich werde jetzt das Mikro doch wieder noch ein bisschen krasser in mein Gesicht setzen. Das hält einfach anders nicht. Gescheit ist das Problem. Ich habe es ja ein bisschen anders versucht. Das Problem ist, bei dem Aufbau von meinem Tisch, wo ich das befestigen muss, gibt es gefühlt nur hier eine Stelle, wo das Ding wirklich ganz gescheit hält. Deswegen ist es da drüben gerade abgebrochen zum Beispiel. Also abgebrochen jetzt nicht, sonst könnte ich es nicht wieder festmachen. Ihr wisst, was ich sagen will. Einfach, wenn ich es woanders festmache, hält es nicht richtig. Deswegen muss man erstmal mit dem hier leben können. Ich meine, viel besser war es eh nicht an einem anderen Punkt. Oh, Chris, guck mal, es ist eine Cyberpedia. Losing Recruits. Also, wenn man Gegner jetzt wirklich bekämpft, werden sie verloren und können nie wieder rekrutiert werden. Aber du könntest stärker werden. Ja, auf Deutsch, man hat die Wahl, ob man hier Genocide oder Pazifist spielen will. Okay, was bist du? Rare. Das sind einfach Katzen. Oh mein Gott, Digga, so eine Katze will ich nicht zu Hause. Hört euch die Scheiße an. Beide sind müde. Wir können hier den noch mal ein bisschen ablenken. Und auf einen der beiden Passive-By nutzen. Ah, ich glaube, ich kann den anderen jetzt auch direkt verschonen. Ja, okay, da hätte ich echt dodgen können. Ja, das ist recht easy. Also die Kabelgegner sind schwieriger. Hier muss ich mich aber erstmal zurechtfinden. Hier sind sehr viele Abzweigungen. Lichtmenschen, ich habe nicht viele von euch in letzter Zeit gesehen. Falls ihr es nicht wusstet, ein böser Herrscher übernimmt diese Welt. Ich mag Politik nicht, also habe ich da keine Meinung drüber. True, wer sich nicht für Politik interessiert, der muss auch nicht sagen, dass er Diktatoren nicht mag. Irgendwas, was man Internet nennt, hat irgendwie Zeug. Manche sagen, es war der Grund, warum die Queen so viel weiß. Seitdem ist sie irgendwie extrem. Warte, du willst mir jetzt nicht sagen, dass sie jetzt mal so unfachlich gesagt... Oh. Ich glaube, ich hätte erst mal oben lang gehen sollen. Noel, bekommen, was auch immer das Wort heißt, ich hab's nicht nachgeschlagen. Und ich befreie dich. Du musst einfach nur Ja drücken. Ich will nicht. Aber hast du noch nie einen Vertrag unterschrieben? Nein, es ist alles andere, was hier gruselig ist. Aber jetzt sei doch nicht so traurig hier. Ich hab dir gesagt, wenn du für mich arbeitest, dann wird das cool werden. Noel! Susi, Chris! Keine Sorge! Wir holen dich raus. Das will sie machen? Ich dachte, du wusstest das. Och, das sollte doch eine Überraschung werden. Naja. Jetzt wart mal. Das ist wirklich ein bisschen störend. Sie muss willig sein, mir bei meiner Quest zur Weltherrschaft zu helfen. Wenn sie einfach nur andere hätte, die sie dazu überreden würden. Hey, wollt ihr vielleicht? Also habt ihr gerade irgendwas zu tun? Was ist dieses Bild? Was ist dieses Bild? Wir werden dir nicht helfen. Okay. Dann brauchen wir wohl ein Protokoll, das
euch umdenken lässt. Boah, Digga, das ist so scheiße zu übersetzen, Digga. Man merkt, dass ich struggle damit. Oh, hi. Was? Was? Ich dachte, das wäre ein Boss. Eine Arcade-Maschine? Tja, ich werde euch jetzt mit Bullshit zerstören. Und mit eurem Selbstbewusstsein verschwunden? Dann werdet ihr mir dienen. Ich hab das noch nie gespielt. Aber Chris ist gut in Spielen, oder? Ja, stimmt. Der ist ja ein Nerd. Zeig's dir. Was? Well, ich bin nicht groß oder stark genug. Jetzt habt ihr kein Selbstbewusstsein mehr. Haha. Okay, Chris, ich bin auch klein. Warte, ich hab eine Idee. Wenn wir uns zusammentun, dann... Guck mal, ich zeig dir, was ich geübt hab. Willst du mich verarschen? Jetzt geht's ab, Chris, ich übernehme das. Arme raus. Was? Was zum Fick passiert hier? Oh mein Gott, dieser Soundeffekt. Unglaublich. Eure Transformation vereint all eure Schwächen. Ja, virtueller Combat. So. Was zum... Das hätte ich hitten sollen. Jawohl, wir haben gerade Punch-Out gewonnen. Warum war das fucking Punch-Out? Hey, hast du gehört, du schlägst uns? Lachen. Oh, das war tatsächlich lustig. Ihr habt meine Erwartung übertroffen. Ich werde euch einen neuen Kompromiss vorschlagen. Werde Teil meiner Armee und es gibt nur eine 50%ige Chance, dass ich euer Gesicht umprogrammieren werde. Join mir oder leiden? Ich mag es zu leiden. Warum hast du das so enthusiastisch gesagt? Well, ich meine, hab ich tatsächlich. Queen, sind da nicht andere Optionen? Ja, du kannst auch sehr zerstört werden. Nee. Ihr könntet sagen, es... Der Witz funktioniert übersetzt nicht und ich hasse ihn auch unübersetzt. Verpiss dich! Okay, ich werde euch auslöschen dann irgendwann. Jetzt, komm, folgen wir ihr. Erst einmal,
will ich gucken, was hier oben abgeht. Ich habe eher damit gerechnet, dass es hier weitergeht, muss ich sagen. Chris, mach das. Ich sehe es. Sheesh. Und jetzt? Ist da irgendwas hinter meiner Facecam? Wahrscheinlich. Aha. Eine Waffe habe ich anscheinend bekommen. Aber keine für Chris, wie es scheint. Ja, stimmt, die sind ja immer für den Keck. Falscher Button. Irgendwann drücke ich noch die richtigen. Dann würde ich aber auch sagen, ich tausche das aus und gebe die Verteidigung dann hier weiter. Ich meine, alles braucht Rels ja jetzt auch nicht. Du hast es an Nuberts Feld vorbei geschafft. Ich weiß nicht, wie das dorthin gekommen ist, aber es ist Nuberts. Hier, nimm den Schatz. Nubert weiß nicht, was drin ist, aber Nubert gibt's dir. Danke, Nubert. Ja. Fun Fact, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, das war ein Secret. Oh, hi. Ich kann euch nicht erzählen, wie viele davon ich schon aufgeräumt hab. Perfekt. Oh mein Gott, du bist erfüllt von der Kraft der Videospielgewalt. Yo, es ist krass, hier als Minion der Queen zu arbeiten, ne? Willst du einen Snack? Ich hab Bagel. Oh Gott, die sind teuer. Komm, glaub mir, ich was bin Simp. Ich hab's geglaubt. Habe ich zumindest einen? Nein. Kann ich auch einen? Ich habe gehört, dass irgendwer der Queen sich wieder gegenstellt. Aber ich habe bisher nur überteuerte Bagel gefunden. Was ist da? Ach stimmt, es gibt ja diese Portaltüren. Ja, wir haben halt noch kein anderes Portal. Was ist oben? Illuminati. Ich bin der Hacker. Ich gehe nach den blauen Dingern. Finde 3 im Cyberfield davor und ich werde deiner Stadt joinen. Ihr seht einfach aus, wie die Leute eine coole Stadt haben. Ah, wenn ich 3 blaue Dinger finde. Stupid. Hier gibt's mehr Katzen. Ja, Petting. Nein. Nein, ich will nix von dir hier. Oh Gott, Haarbälle. Also, dann wirst du jetzt auch zack. Zack. Stimmt, ich kann hier doch auch eine Kombi machen. Hätte ich auch gerade schon machen können. Zack. Easy. Glorist hatte ich doch schon. Und das war einer von diesen 4. Oder 3 Wands-Dingern. Ich meine, kann ich halt jetzt auch Susi so ein Ding geben, I guess. Zack.
falscher Button. Zack. Ich werde immer den falschen Button drücken. Hofft gar nicht auf was. Es steckt fest. Die Katze wollte durch das Bild weggehen. Aha, das sind auch Gegner. Peppa Pig von Wish. Was? Okay. Oh, der Angriff ist sehr mies. Aber egal, wir können den Kampf gleich finishen. So. Ich will eigentlich nicht allem zustimmen. Mach das Puzzle. Mir gefällt der Text nicht. So, das war ein bisschen schwieriger. Ha? Ja, stimmt zu, dass ihr alle meine Dings, ja. Was, wenn wir einfach nicht machen, was du sagst? Das wäre... Ja, scheiße. Ja, krass. Okay, aber ich werde euch trotzdem hier zerstören. Krass. So, ich schätze mal, das hat dann das Tor links geöffnet. Das war auch, glaub ich, einer dieser Schalter. Boah, ey. Zack. Der Angriff ist sehr gemein. Ah, ich krieg auf die Schnauze. Zack. Weg mit denen. Ja, irgendwie ein Gegner wird von der Facecam abgedeckt, aber irgendwas deckt man immer ab. Not gonna lie. Hey, lol. Findet doch raus, welchen ihr nehmen müsst. Der rechts ist richtig. Oh, danke. Oh. Ich wollte gerade sagen, man braucht doch alle. Ja, jetzt. Ist halt die Frage, ob man nicht vielleicht bei einem anderen... Oh. Bei einem anderen, noch so ein blaues Ding bekommen hätte. Yay, ich bin gut. Also die Minigames kriege ich tatsächlich ganz gut hin. Sackgasse. Okay, was ist mit dir los? Ich bin sweet. Sag mal, ihr habt doch wohl schon von mir gehört. Nein. Oh, das heißt, unsere Vorstellung ist wohl doch noch ein bisschen im Untergrund. Auf jeden Fall, ich bin das beste, wir sind das beste Musiktrio hier im Untergrund. Und, wir leisten die wenigste Resistenz gegen die Queen und ihre Crew. Und ja, deswegen müssen wir gegen euch. Nee, oder was? Nee, ich hab mich verlesen. Fuck it, wir kämpfen auch gegen die. Wir auch? Nein. Der Captain hat gesehen, wie ihr geholfen habt, wen zu kidnappen. Hey, Cap. Nee, das geht so nicht. Wir sind die Einzigen, die Frauen anfassen dürfen. Das ist nicht der Punkt. Es ist zumindest so Hälfte, vielleicht 60%, 55%. Wir sind Rebellen, nicht Playboys. Wir sind krass. Auf jeden Fall, get over here, bitch.
KK, sind wir Players? Ich bin ein CD-Player. Sie geht weg. Da werden andere sein. KK. Battle-Musik. Okay. Oh nein. Dancing. Oh Gott. Oh Gott. Not gonna lie, ich hab das Gefühl, die Attacken in dem Game sind ein gutes Stück stärker. Einer tanzt schon. Digga, was sind diese Attacken? Die sind in diesem Spiel deutlich schwerer, kann mir keiner was sagen. Der eine hat schon wieder aufgehört. Ja, diese Angriffe! What the fuck? Ich verliere hier? Endet der Angriff? Ja, ich verliere das. Was zum Fick ist dieser Angriff? Och, komm. Fehlt mir noch ein Ding. Ich kann aber jetzt schon callen, ich verliere den Kampf. What the fuck? Digga! Ja, und natürlich ist Ralsei als erster weg. Können die Angriffe vielleicht noch länger gehen? Das ist witzlos. Oh. Wenn Chris down ist, was machen wir? Ich heile ihn nur und... warte. Warum können wir ohne Chris nicht acten? Das ist halt Chris Talent so und... Du glaubst, ich kann nicht alleine tanzen? Was? Happy Feet, du Arschloch! Verarschen. Jetzt kann jeder Aktionen. Ja. Der Kampf war, glaube ich, skriptet. Man konnte nicht gewinnen, bevor das nicht passiert ist. Was geht ab? Nice. What the fuck? Hey Losers, wrap it up, der Kampf ist rum. Was? Also wir haben verloren? Können wir Freunde sein? Kämpfen ist halt nicht wirklich mein Stil. Ja, weil du keck bist. Ich meine, es hat Bock gemacht, aber... Yay, ja, ich glaube, unser Tanz hat sie besiegt.
Genau, wir haben sie überzeugt, dass wir cool sind. Yes, jetzt sind sie auf unserer Seite. Kommt zu unserem Junk-Shop. Wir haben die Tür zugemacht, aber wir treten sie einfach auf. Ab geht's. Joa. An dieser Stelle machen wir weiter in der nächsten Folge von Deltarune. Was zum Fick ist heute passiert? Like und oder Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat. Bis dann und ciao.